Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Hallöchen. So, ich habe mir die Aufnahmen angeguckt. Ja, es sieht bescheuert aus, wenn ich das mache. Wir sind mit Jasmin heute im Crafton Farmhouse. Ja, ich weiß gar nicht, unser Geist heißt Thomas Dexter. Mr. Dexter. Was ist da mit den, ich finde mit dem Thermostat ein bisschen blöd. Ja, das ist unangenehm. Ich nehme es finde, das trotzdem ist mit. irgendwie auch mit dem IMF ist das auch doof, Ja, den weil habe ich jetzt auch mit. Oh, sag mal, wo geht mein Spiel? Die richtigen Geisterjäger, sag ich mal, die echten, die haben ja auch das IMF, so wie das hier an der Wand hing. Ja, aber du musst ja, wir fangen ja klein an, ne? Und in der Vergangenheit, wir müssen unser Business neu aufbauen. Ach so, das habe ich nicht gerafft. Ja, und die digitalen Thermometer müssen ja erst noch entwickelt werden. Aha. Ja, hast du dich nicht gewundert, warum wir Windows 95 auf unserem PC haben? Wo denn? Ja, hier ist Windows 95. Wo? Das ist ein ganz alter Computer, ganz alt. Steht doch da gar nicht, du. So, Thomas Dexter it is. Wollen wir mal gucken, wo der sein kann. It is. Was ist denn das hier nochmal? Der DOTS-Projektor. Ah. Denk dran, wir haben 5 Minuten Vorbereitungszeit, wo uns nichts passieren kann. Hier liegt schon der Hörer. Liegt der immer? Ah. Und der Och, Stuhl? Nee, nicht diese Bruchbude, ey. Ja, der lag auch schon immer. Und das Telefon auch, ja? Ah, ja, ich ich weiß glaube. Das nicht mehr. So, ich habe auch absolut nichts mitgenommen, was mir helfen könnte gerade. Naja, für ich dachte, die das Geisterbox. Schwarze Ding wäre wegen Fingerabdrücke, aber. Naja, Geisterbox, ne? Vielleicht sagt er ja was. Thomas Dexter, gib uns ein Zeichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sterbe. Jeder stirbt irgendwann mal, Jasmin. Jeder. Hm. Thomas Dexter, bist du hier? Hallo, ist hier jemand? Weißt du noch, Zeichen? Wo im Wohnzimmer der Lichtschalter war? Nein, hier liegt ein Knochen. Ich war der Meinung, der ist... Ah, hier. Hier liegt ein Knochen in der Küche. Ja. Bestimmt noch vom Hund ist über, wa? Ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Hallo. Ist bestimmt Hallo. Oben. Ich predikte jetzt, dass der oben ist. Gib mir ein Zeichen. Mr. Dexter, sind Sie hier? Ja, der wird wahrscheinlich oben sein. Wieso geht denn da das blaue Licht an, wenn ich mein Mikro... Hallo? Oh. Blaues was Licht? Rot? Hä? Ja, wenn ich diese Geisterbox hab und dann mache ich hier bei mir diesen Knopf drücken, damit ich hier reden kann, ne? Ja. Dann geht das da blau auf das Mikro. Und manchmal ist rot bei dem Geist. Hallo, ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Blau vielleicht für Mates, also für Menschen. Na, weiß ich nicht. Und rot ist ab und... Ja, der ist irgendwo hier. Hier ging eine Tür auf. Ich habe IMF1 oben. Thomas Dexter, sind Sie hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Nee, ich glaube, der ist hier. Also ich bin jetzt oben auf dem Dachboden, also diese Abstellkammer. Nee. Da ist auch der Sicherungskasten und daneben ist das Master Bedroom. Gib mir ein Zeichen. Sehr luxuriös ausgestattet. Hallo? Airbnb. Hallo? Ist hier jemand? Ey, du siehst hier halt wirklich nichts, ne? Hallo? Ich glaube, der ist hier drin. Ach, das ist mein Schatten. Herr Baxter? Aber du hast jetzt unten auch noch gar keine Aktivität gehabt, ne? Herr Baxter? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hallo? Ich habe auch immer nur IMF1. Ich nehme mal Thermometer. Temperatur steigend. Immer noch steigend. Hallo? Meinst du, der ist wirklich unten?
Vielleicht ist hier auch gar keiner. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Treppenaufgang. Das warst du jetzt. Ja. Sehr merkwürdig, ey. Aber hier ging doch irgendwo eine Tür auf. Aber das war nicht, dass du die Tür oben gehört hast von mir. Nee. Das ist ja skurril. Thomas Dexter. Gib mir ein Zeichen. Oder gib mir ein Zeichen. Das ist halt auch überall gleich warm hier drinnen, ne? Ja, man hört auch nichts mehr jetzt. Ach, hier hinten ging es ja auch noch weiter. Gott, das habe ich vergessen. Hallo, ist hier jemand? Zeig dich, erscheine. Hallo. Wo bist du? Vielleicht gibt es ja wirklich keinen Geist. Kannst du mit mir reden? Sprich mit mir. Hier ist auch noch eine Tür. Die hat haben wir noch gar nicht aufgehabt. Wo bist du? Erscheine. Gib mir ein Zeichen. Das ist halt in der ganzen Bude warm, ne? Also ich glaube, die 5 Minuten sind um, bevor wir den gefunden haben. Ich glaube, deswegen gehe ich auch drauf, ey. Da bin ich Optimist. Ich weiß gar nicht, wo... Ach, da... Dass das pessimistisch endet. Oh, warst du das? Was? Am Klavier. Ja. Ich gehe mal nochmal nach oben. Ich hole mir nochmal was anderes. Also irgendwie... Ob ich die Taschenlampe anhab oder... Peng, ey. Aber da war Aktivität. Hey, ich hab nichts mitgekriegt, ey. Der ist halt wirklich extrem ruhig, ne? Oben ist der Hexenzirkel. Nice, das heißt. Ich weiß, wie wir den holen können, wenn wir den Hexenzirkel anzünden. Wir haben auch gar kein Feuerzeug, ne? Was bist denn jetzt wieder so? Meinst du nicht, das wäre ein Riesenspaß? Ich fange auch an. Ich die erste, du die zweite. Dann mache ich die dritte, du die vierte Kerze. Und immer so weiter. Kerze. Ja. Oh. Keine Ahnung, ey. Wo der ist. Draußen? Im Garten? Hallo, ist hier jemand? Mondet er sich vielleicht noch ein wenig? Das Thermometer ist auch keine Hilfe. Wir haben alles nur so Sachen, die keine Hilfe sind. Dich. Mich. Ja, ich sowieso nicht. Das Thermometer. Wie hieß der nochmal? Thomas Dexter. Thomas Dexter. Gib mir ein Zeichen. Thomas, wo bist du? Nicht hier. Hast du die Tür zugemacht? Welche? Vom Schlafzimmer gegenüber? Ich glaube. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Thomas. Hier war ich doch zeige schon. Zeige dich, erscheine, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hallo. Ein Keller und einen direkten Dachboden haben wir hier nicht, ne? I don't know. Mann, das ist ja mega spannend hier. Total voll langweilig. Ja. Ja. Voll boring. Da passiert ja nichts. Unsere Zeit ist auch schon abgelaufen. Ja, er ist in der Küche.
Nicht dein Ernst, echt? Ja. Okay, also wir haben hier aktuell 15 Grad, Temperatur immer noch fallend. Im F1. Wo denn? Hat der irgendwas angefasst? Weißt du nicht, ich habe hier Geisteratem. Also Mief-Atem. Muff. Oh, geil. Ja, hier, wo der Knochen liegt. Ja, genau. Ja. So, IMF habe ich mal hingelegt. Ich hole schon mal die Kamera rein, oder hast du eine? Ich habe keine. Hat sie keine. Aber wie sehe ich denn, dass die Gefriertemperatur ist an dem Ding? Ja, wenn es unter 0 Grad ist. Ja, wie sehe ich denn das? Musst du in der Hand nehmen. Oh, nö. IMF fackelt ein bisschen. Hast du die Geisterbox drinne? Ich habe eine, ja. Okay. Oh. Das war falsch. Ich versuche mal, die Kamera so zu platzieren, dass wir ein Buch noch mit aufstellen können, das denn mitgefilmt wird. Aber hier sieht man nichts. Da, wo hat er die? Da, hier. Hast du dich deine Kante, ne? Mal so. Denn den Dots-Projektor. Da sind keine Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke sind raus. Hat der keine hinterlassen. Okay. Und jetzt hole ich noch das Buch schnell rein. Dann können wir das dann noch mit vor die Kamera legen. Fingerabdrücke sind raus, sagst du? Ja, er hat die Tür bewegt, aber ich habe jetzt gerade nichts gesehen mit dem Ding hier. Geisterbuch, den Notizzettel. Für die Einkaufsliste, den hole ich mal rein. Hallo. Dich. Ja. Ach was, das Buch hat jetzt sogar einen Radius, der wird dir angezeigt, in welchen Raum quasi der Geist drauf zugreifen würde, würde ich sagen. Mhm. Thomas Dexter, schreib uns deine Einkaufsliste in mein Notizbuch. Da steht da Soße. Schreib Soße ins Buch. Tomatensoße. Auf deine Tasche habe ich vorher gesagt. Ich bin jetzt hier maximal ausgestattet. War das der Dots-Projektor? Konnte gerade nicht gucken, weil ich hatte gerade einen. Und so. Ich bin der Meinung, der Dots-Projektor war gerade mit drin. Ne? Ich weiß es nicht. Dots-Projektor. Bis jetzt haben wir noch gar nichts, ne? Den Dots-Projektor vielleicht. Ja, aber nicht 100%. Nee, aber zu 95%. Du bist. Warte, dein Körper ist im Weg, ich sehe nichts. Die Temperatur ist bei einem Grad ungefähr. Oder bei 32 Grad Fahrenheit. Hm, wow. Thomas Dexter, kannst du mit mir reden? Okay, ich gucke nochmal wegen dem Dots. Ich gucke auch nochmal wegen dem Dots, aber ich sehe jetzt nichts. Ich sehe auch noch nicht mal Orbs oder so. Ich glaube, es ist doch zu hell da bei dir. Ja, ich kann das Licht gleich ausmachen. Guck nochmal wegen Temperatur. Immer noch bei Plusgraden. Investigativ gehe ich davor. Okay, guck mal nach Orbs. Okay. Ich warte so lange draußen. Mal, hier konnte man doch außen. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Nix, null, nada. Also keine Orbs. Überhaupt nichts, gar nichts. Nicht mal Dots oder so.
Ey, ich schmu gerade durchs Fenster, aber ich kann auch nichts sehen. Schade. Ich sehe gar überhaupt nichts, sehe ich, ey. Hier war auch keine Tür weiter, ne? Nee. Nur die Hintertür. Das ist ja immer so langwierig, ey, wenn du das nicht rauskriegst. Bist du jetzt drinnen wieder? Nee, noch nicht. Jetzt. Nee. Kleine Aktivität, aber. Er ist jetzt nicht besonders, ne? Pass auf, wie können wir das noch investigativ ermitteln? Ist ja doch schon ziemlich schwer und wir haben halt nichts an Ausstattung. Ich würde noch mal einen zweiten Dotz mitnehmen. Den auch noch mal platzieren, dann haben wir noch mal einen größeren Radius abgedeckt. Hast du das Licht ausgemacht? Oh, nee. Ja. Nee, aus. Nee, ich habe in der Küche habe ich ausgemacht. Habe ich meine Taschenlampe an? Ja. Man sieht das immer gar nicht, ne? Ja, das ist so schlimm, ey. So, wir haben immer noch Gefriertemperaturen. Das war ich nicht. Okay, warte, haben wir gleich. Achso, falsche Taste. Ja, das macht Sinn. So, ich mach mal kurz Strom wieder an. Ne, warte mal, der Strom ist nicht aus. War nur hier das Licht? War nur das Licht? Aber ich kann ja mal das, den Beschwörungszirkel schnell noch fotografieren. Hier ist kein Fingerabdruck, nichts. Er hat ja auch noch nicht durch die Box gequatscht, ne? Nee, ich habe nichts gehört. So, haben wir die Beweise schon mal einkassiert. Da gibt gute Fotos. Fotos von Spider-Man. Ich arbeite für den Daily Bugle. Jasmin. Aber irgendwas muss er doch mal hier machen langsam. Hallo. Okay, also im Dotz war nix. Wir haben auch immer noch Plus-Temperaturen. Gib uns ein Zeichen, Thomas. Hallo? Achso, hier jemand? Ist ja, wo, haben wir den EMF-Reader gar nicht mehr drin, ne? Ja, ich hab den gerade. Achso. Weil ich hier mal kurz gucken wollte, ob hier irgendwo Bewegung ist. Aber hier ist nichts. Schreib ins Buch. Svenja, mach das Licht an. Ich sehe nichts. Meine Taschenlampe, wo ist sie denn? Da. Oh. Ich mach mal die Sicherung wieder rein. Ja, genau. Verzieh dich mal ruhig wieder. Das ist so typisch. Nichts. Das habe ich überhaupt nicht vermisst, dass du mich wieder immer im Stich lässt, wenn es dunkel wird. Ich sehe nichts. Guck doch mal aufs Thermometer. Vielleicht heizt ja die Sicherung quasi gegen. So, Licht ist auf jeden Fall wieder an. Die Sicherung habe ich reingemacht. Ja, ich wollte noch mal gucken, ob ich jetzt hier mal sehe, aber man sieht nichts, ey. Allem Anschein nach muss ich da ein Foto von machen. Paranormale Ereignisse. Wow. Ich habe ihn gefunden. Wo ist er denn? Er ist eine schwebende Dose. Aha. Von Ameisenvernichtung, Ameisengift. IMF zeigt jetzt. Dots. Dots. Siehst du, habe ich doch gesagt. Aber Dots habe ich schon eingetragen. Ja. Kannst du mit mir reden, Thomas? Wie bist du gestorben? Hast du Ameisengift getrunken? Ist gut möglich. Hier ist eine schwebende Dose. Thomas, bist du der Ameisenkiller? Sogar so ein richtig altes Preisschild dran. Hier diese Barcode-Etiketten.
unfähig. Ins Buch hat er jetzt nicht geschrieben, oder? Nee, nicht ins Buch, noch nicht durch die Box gequatscht. Und Gefriertemperatur haben wir auch noch nicht wirklich und der IMF hält sich auch in Grenzen. Aber er hat ein bisschen Bewegung. Aber ja, vielleicht ist er auch, ist der vielleicht gar nicht so hier vorne, sondern mehr... Ich würde gerade sagen, vielleicht ist er auch da drinne. Aber er läuft ja durch den Dots durch, ne? Und? Oh, ups. Okay, ja, hier steigt auch die Temperatur in dem Raum. Der wird's wohl nicht sein. Ja, Orb sehe ich jetzt da liegen. Okay, genau hinter dir. Okay. Weißt du die ganze Zeit. Thomas, kannst du mit mir reden? Thomas. Ups. Thomas, bist du da? Ich stehe mal Pommes, ey. Pommes. Pommes, bist du hier? Wir hatten gerade leichte Verbindungsprobleme, Pommes. Hörst du das? Ich höre Regen. Hörst du mich? Ja. Okay. Warum? Welche Taste war nochmal mein... Das ist das Walkie-Talkie. Ja, ja. Pommes, kannst du uns Buch schreiben? Nein. Nein. Das wäre voll cool, wenn er... Schreib da rein, nein. Wäre voll geil, wenn er das durch die Geisterbox sagen würde. Kannst du das Buch schreiben? Nein. No. No. Da ist nicht drin, Bruder. No, Bro. Ja. IMF, der dümpelt halt die ganze Zeit nur bei 1 rum. Ja, ja, hatte ich vorhin auch. Ritz ihm ins Buch. Ich weiß nicht, wir sind hier auch mittlerweile bei 3 Grad plus, also was soll es sein? Wir haben... Und Fingerabdrücke, bist du sicher? Wir haben keine, ne? Ich hatte geguckt gehabt, als er die Tür da bewegt hat. Ich hol mal trotzdem nochmal das UV-Licht. Ja, komm auch nochmal mit rein. Aber ich habe nichts gesehen. Auch halt am Lichtschalter nicht. Oh. Beweisbilder. So. Vielleicht redet er ja auch nur mit dir. Nein. Der ist aber echt ziemlich still, ne? Also der macht es einem nicht leicht, den zu ermitteln. Ich knick mal mein Licht. Mein Licht ist geknickt. Hat der hier irgendwas angefasst oder so? Mich. Und ich fühle mich so benutzt. Irgendwie macht das Knicklicht besseres Licht als meine Taschenlampe. Ja, ist echt so, ey. Oh, Telefon. Da ist nichts. Warte, ich mach mal Licht aus, dann sehen wir das besser. Oh, irgendwas hat geklimpert. Ist nix. Ja, hier an der Tür auch nicht und am Lichtschalter auch nicht. Da war er ja vorhin auch dran, aber das könnte auch zu lange her sein. Ja, aber hab ich ja vorhin gleich geguckt. An der Bierflasche. Ach hier, die rollt noch. Hier in der Ecke hatte ich aber eben dollen Atem. Absolute Mundfäule. Die Bierflasche ist gleich weg. Kullert immer noch. Hast du das Licht ausgemacht? Nein. Oh, Klavier? Ja, das war Thomas. Ich hatte doch hier gerade in der Ecke... Ich bin gerade so wild, ey. Das war doch mehr als Mundgeruch hier, oder? Das muss doch schon Gefriertemperatur gewesen sein. Und am Klavier war jetzt auch nichts. Ja, nee.
Nee, also denn sind Fingerabdrücke sind raus. Ja, sag ich doch. Dann bleibt ja echt nur noch das Buch, die Box oder... Haben wir noch irgendwas übersehen? Ja, oder Gefriertemperaturen, dass die vielleicht so minimal im Gefrierpunkt landen. Er hat mich angefaucht. Kannst du bitte wieder reinkommen? Angefaucht? Er ist Leute. Durch den Dotz gelaufen. Ja, habe ich gesehen. Oh, Arschkrampe. Hab mich des Todes erschrocken. Aber ja, uns fehlen noch Beweise. Wir haben nur zwei. Wie viel Sanity habe ich noch? 46. Ja. Ja, die Linie wird doch immer höher. Ja. Kannst du reinkommen? Nö. Aber nett, dass du fragst. Werde Zeuge eines Geisterereignisses, hast du schon gemacht. Ja, indem er mich angefaucht hat. Ja, er reagiert auf alle. Willst du wirklich nicht mit reinkommen? Es gibt eine 50-50 Chance, dass ich sterbe. Schon. Okay, ich habe den Fotoapparat. Wir brauchen ja nur einen Beweis noch. Ja. Also der IMF ist, sage ich jetzt mal, sehr nichtssagend. Da passiert ja echt nicht viel, ne? Schreib ins Buch. Er ist halt... Wo ist denn das Buch? Hier, neben dem Herd. Er ist halt ständig hier an der Küchenzeile. Thomas, schreib ins Buch. IMF5? Scheiße. Oh nein. Hast du es nach draußen geschafft? Jasmin? Nein, habe ich nicht. Okay. Du? Nee. Die Tür war ja schon zu. Ist er weg? Ich glaube ja. Ich gehe den Strom anmachen. Wer? Nee, braucht man nicht. Ich gehe raus. Ich bin der Meinung, IMF war kurz auf 5. Scheiße. Ich sehe nicht, wo ich lang muss. Aber ich bin der Meinung, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich sterbe gleich. Soll ich dir Licht machen? Wo du hin musst? Ja, ich bin oben. Ich sehe nicht, wo ich runter muss. Mach doch Licht an. Wie denn, wenn ich keinen Lichtschalter sehe, du Blaubirne, ey. Soll ich dir die Sicherung anmachen? Wie denn? Mann, nein, ich sehe doch ob ich hochkommen soll, dir die Sicherung anmachen. Warum? Achso, du bist doch schon unten. Ja, ich muss so runterkommen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es auch wirklich der IMF jetzt war. Ja, aber wir haben ihn ja gehört, also ist er Geisterbox oder nicht? Nee, ich glaube, der hat so geflüstert. Also der hat ja nicht über die Box geflüstert. Der Ventilator ist an. Schwächen. Raichu stören ständig elektronische Geräte, sodass sie bei Angriffen leichter aufzuspüren sind. Dann würde das doch passen. Ich gehe davon aus, dass sie Raichu. Warte. Was hast du denn jetzt angegeben noch? Den IMF5. Okay. Nur denn? Weil beim Angriff war der, glaube ich, kurzzeitig auf Stufe 5. Weiß ich nicht, ich bin einfach nur gelaufen. Wolltest du kein Bild mehr machen? Nee. Du könntest ein Foto machen, du hast ja noch 77 Sanity. Aber ich musste laufen. Wie geht das denn? Ich hatte Angst. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Vielleicht das hat der Yokai, also nichts mit deinem IMF-Wetten, das war die Box. Vielleicht hat der IMF auch nur ausgeschlagen so extrem, weil es ein Angriff war? Ich dachte halt, weil der IMF die ganze Zeit gar nichts gemacht hat und dann sah das aus, als wäre der Yokai gewesen. Reine flibbelt. Aber ist er denn nicht? Yokai? Was ist denn der
Ja. Müsste ich jetzt nachgucken. The Box? Das stimmt. Bestimmt. Denke ich. Ja, hat auf jeden Fall, also war nicht leicht, den Geist herauszufinden und wir sind auch kläglich gescheitert, weil... Jasmin, mal wieder? Ja. Wieso ich? Na gut, aber nächstes Mal wird es vielleicht ein bisschen spannender und wir kriegen den Geist eventuell schneller ermittelt. Ob so ist, findet's raus. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.